Ist sein Unternehmen ein Startup? Einige von den Zuschauern werden jetzt sagen, ja, frisch gegründet, vielleicht selbst gegründet. Viele andere werden sagen, nein, also mein Unternehmen gibt es seit einer ganzen Weile. Also da ist kein Startup-Gedanke mehr mit dabei eigentlich, das ist alles etabliert. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was macht ein Startup aus und dann eben, warum ist es so wichtig, diese Frage zu stellen, und sind vielleicht nicht doch mehr Menschen in irgendeiner Startup-Organisation beschäftigt, als es erstmal so den Anschein hat. Also klar gibt es so dieses klassische Bild von Silicon Valley und irgendwelchen Garagenleuten, die da coole Sachen zusammen programmieren, um da was Cooles zu bauen, eine disruptive Innovation zu schaffen. Aber wenn man sich mal so ein bisschen den Kern anschaut, mal so aus der Sicht, wie ich das Ganze manage, dann geht es ja darum, dass solche Startup-Organisationen in der Regel aufgesetzt werden, also praktisch, es muss jetzt nicht ein komplettes Unternehmen neu aufgesetzt sein, sondern eine Organisation, Teilorganisation, eine Abteilung oder so, die ein neues Produkt entwickelt, das eine hohe Innovation hat und einen hohen Grad an Unsicherheit. Und wenn man das eben betrachtet, dann kann man doch durchaus viel mehr Organisationen als Startup bezeichnen, als man es jetzt so klassisch, wenn man mal diesen Silicon Valley-Gedanken beiseite schiebt, machen würde. Und warum ist das jetzt aber wichtig, ob das jetzt eher so eine etablierte Organisation ist oder ein Startup? Wir haben es in den Kriterien gehört. Ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in den Kriterien ist die Unsicherheit, mit der man eben diese neue Innovation plant und angeht. Weil viele von den klassischen Managementmethoden sind halt eher so ein bisschen in die Stabilität ausgerichtet. Also wir planen was, wir machen den Umsatzplan fürs nächste Jahr oder für die nächsten 2 Jahre und haben da eben so eine Strategie dafür. Und das beißt sich halt einfach mit diesem Unsicherheitsgedanken, der im Startup eben vorhanden ist. Das heißt, dieses sich ständig ändernde, sich auf Änderungen einzustellende, das hat man im klassischen Management dann eben weniger. Also da wird dann mehr versucht, okay, den Fluss in die Richtung zu pressen, die man geplant hat. Beim Startup ist eher so, dass sich das Startup darauf einstellt, wie denn die Realität dann jetzt ist. Also die Frage ist, wer passt sich an, das Unternehmen oder die Umgebung. Was aber auch irgendwo ein Stück weit logisch ist, weil natürlich bei einem großen, etablierten Unternehmen ist natürlich die Anpassungsgeschwindigkeit eine ganz andere als im Startup. Aber man darf eben dann nicht den Fehler machen, for someone with a hammer, everything looks like a nail. Es sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Das eine kann man als Schraube und das andere als Nagel bezeichnen. Und beides braucht einfach unterschiedliche Tools. Und wenn ich jetzt mit dem Hammer auf die Schraube losgehe, also sagen wir, die Schraube ist der Startup-Gedanke, oder machen wir es andersrum, weil die Schraube ist ja eher so ein bisschen das etwas behäbigere, hält dafür vielleicht ein bisschen besser. Startup ist ja eher mal schnell rein und mal schauen. Also Startup ist der Nagel, etabliertes Unternehmen ist die Schraube, dann werde ich mit dem Schraubenzieher bei dem Nagel halt nicht so viel Erfolg haben. Und da kann ich noch so lange daran rumkratzen, das Ding geht halt irgendwie nicht wirklich rein. Andersrum kann ich genauso wenig mit den Hammermethoden die Schraube reindrücken. Und das ist aber eine wichtige Unterscheidung, und da muss halt auch einfach die Awareness dafür da sein, dass ich einfach mit den richtigen Methoden ans Werk gehe. Und das ist beim Startup einfach, dass ich sehr viel agiler vorgehe, dass ich versuche, auf Änderungen zu reagieren, nachjustieren, kurze Feedback-Zyklen, weil halt da dieser Unsicherheitsfaktor viel, viel mehr zum Tragen kommt und ich damit einfach viel mehr erfolgsorientierter arbeiten kann, wenn ich eben diese kurzen Feedback-Zyklen auch wahrnehme und die dann einfließen lasse. Wenn ich da mit einer zu langen Planungshorizont drangehe, das Ganze zu groß am Anfang schon aufsetze und diese Unsicherheiten dann zum Tragen kommen und sich dann irgendwas ganz anders entwickelt, als es ursprünglich geplant war, dann merke ich das unter Umständen zu spät, wenn ich da eben mit zu langen Zyklen dran bin.
Auf der anderen Seite, auch wenn ich den Plan einfach für zu lange festschreibe und sage, bis zu dem und dem Zeitpunkt muss das und das geschafft sein, und die Innovation aber halt dermaßen einen technischen Anspruch zum Beispiel hat, dass es in der Zeit halt nicht zu schaffen ist, ich aber dann schon die nächsten Schritte darauf aufbauend geplant habe, dann wird das Ganze einfach eine wahnsinnige Reibung erzeugen, wahnsinnigen Verlust erzeugen und unter Umständen halt das Projekt auch daran scheitern. Also muss ich eben, ist eher so der Hammeransatz, kurze, schnelle Zyklen und nicht so ein langes kontinuierliches Drehen, sondern mit kurzen Schlägen das Thema voranzubringen.